eine dumme Frage gerade. Bei Guglo wo, oder? Ja, dieser grüne blinkende Dings da. Also ich werde bei Lobisobor landen. Nö, lande doch direkt bei Guglo wo, nee. Sonst müssen wir so weit gehen. Ah, ich denke, wir werden abgeschossen. Das ist das Problem. Ja, wenn du niedrig fliegst über die Straße, müsste es gehen. Das ist ja ein Hügel Richtung Ost. Und denk dran, wir haben hier auch freundliche KI, die ja mit Panzerkonvois rumfährt. Wohl wahr. Und das. Zusätzlich zum Hardcore-Mod spielen wir heute den Hardcore-Mod. Mit Hardcore-Einstellung, oder? Genau. Ah, gut, dass du mir das jetzt sagst. Jetzt habe ich meinen Schlipper gar nicht dabei. Was für ein Film läuft denn da? Sissi. Ja, hör mal. Sissi. Okay, und runter. Jawohl. Die bückende Kaiserin. Okay, ja, die Position sind markiert. Du kennst deinen Auftrag, die Straßen nördlich und südöstlich deiner Position abzusichern. Die restlichen Positionen sollen dementsprechend auch in ihrer unmittelbaren Umgebung sichern. Heißt, Tetet nach West, Zoe nach Ost, Silent nach Süd, Südosten und Banane nördlich das Waldstück. Okay, ist verstanden. Tetet auch, Silent ist noch auf dem Weg. Mongo hat auch anscheinend, alles klar. Augen aufhalten, Mund zu. Okay, Gentlemen, ab jetzt eine Stunde, die wir die Scud sichern müssen. Wenn wir das geschafft haben, stand sich die Scud und unser Attack-Team bekommt ordentlich Unterstützung. Okay, Mango und alle, aufpassen, Dringlichkeitsmeldung. Unsere Luftüberlegenheit hat feststellen können, dass wir einen falschen Helikopter hinter unserer Linie nördlich haben. Befindet sich jetzt circa bei Position Petrovka. Ich vermute, dass sie uns versuchen, aus dem Rücken hier anzugreifen. Dementsprechend jetzt Stellungswechsel von Eddie und Tetet auf die westliche Flanke der Scud. Ich vermute, dass sie irgendwo aus Richtung Novi Sobor kommen. Eddie, verstanden? Ich markiere neue Position für Eddie und Tetet. Nummer 2, Dringlichkeitstoilettengang, Stufe 2. Eine Minute AFK. Kann man einer vermitteln? Ja, hier Mango, hast du deine Funkstärke hochgestellt, Banane, auf 5000? Hab ich. So verstanden, gute Arbeit. Also, an alle aufpassen, an Tetet-Position, Feindinfanterie. Kontakt kommt jetzt an mir vorbei gleich. Feind bei mir direkt südlich. Toni hat gerade getroffen, ich bin gerade Feuer frei. Toni, das bin ich. Toni, du schießt auf mich. Ja, gerade gesehen. An alle aufpassen. Eddie ist ausgefallen. Versuchen auszuschalten. Negativ, Tetet.
Tidet hat Gegner selbst ausgeschaltet, zwei Gegner bei Tidet ausgeschaltet, ein dritter immer noch in der Nähe von Zallen unterwegs, wir kümmern uns drum. Tango 1, hier ist Falke, Einsatz fehlgeschlagen, wiederhole, Einsatz fehlgeschlagen, Ende. Я в точке 04903. Я в точке 04903. Was war das? 049053. Tango 1, hier ist Falke, Einsatz fehlgeschlagen. Ja, hast du verstanden, das war eine... Ende. Scott. Ja. Deren Scott war schneller oder was? Anscheinend. Wie geht denn das mit 5 Minuten schneller oder was? TTT aufgesessen. Obwohl, Krishido, wo haben wir das letzte Mal zu tun? Oh, Zeit mit Banane, auf geht's. Sekunde. Drin. Banane. Ich weiß gar nicht, mit wem ich da in der Stadt gelegen habe. Warte. Ja, einsteigen. Brauche ich meine Luftabwehr? Ja, die brauchst du. Was sind da rein zu zweit? Warte. Ich bin immer runtergetickert, Krishido. Ich vorher alles weggekriegt. Mango, lass mich mal ringsrum noch hol die. Lass mich mal Nordwest von der Stadt. Ja, ja, komm mal gucken. Fahr erstmal rein. Ja, da oben ist ein ganz guter, da geht's den Hügel hoch, weißt du? Da suche ich mir einen schicken Busch aus und dann kann ich perfekt alles überblicken. Fahr mal außen rum. Ach, das ist schon ja da dran. Ne? Ich will ein paar Minen legen. Deverio, passt. Dann ist das der dritte. Aber Deverio hat schon disconnected. Silent. Was, Deverio schon raus? Ja. Oh, tatsächlich. Ein Fallschirm down, ein Fallschirm down. Positiv.